Die Aargauer Regierung mit dem Soundtrack zum Leben. Exklusiv bei Radio Argovia. Jetzt mit der Regierungsrätin Susanne Hochuli. Liebe Argovia-Hörerinnen, liebe Argovia-Hörer, wir könnten meinen, es gäbe keine Frage im Kanton, die mich interessiert. Kandidiert Hochuli im Herbst noch einmal für den Regierungsrat? Oder lässt sie es bleiben? Mir ist klar, die einen hoffen aufs eine, die anderen aufs andere. Das ist in der Ordnung so. Ich weiss auch, die Neugier der Journalisten ist nicht zu verwechseln mit dem Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Darum steht für mich fest, der berufsmässige Wunder der Journalist kann nicht der Taktgeber sein für meine Agenda. Vielmehr bin ich selber, wo mir Zeit und Raum nimmt, um das zu entscheiden, was für mich stimmt. So sehen sie im Übrigen auch meine grünen Parteikolleginnen und Kollegen ganz entspannt. Drängen lasse ich mich also nicht von solchen, die ihre Wahlkampfpläne von meinem Entscheid abhängig machen, schon gerade gar nicht. Sie als Wählerinnen und Wähler werden mich entschlossen zum gegebenen Zeitpunkt zur Kenntnis nehmen und sich dann je nachdem an der Urne können entscheiden. Genau so muss es sein. Schliesslich gibt es auch aus irgendeinem Grund Fristen, auch für die Anmeldung zu den Regierungsratswahlen. Die Frist läuft übrigens am 26. August ab. Ich habe so noch mehr als 4 Monate Zeit, um mich zu entscheiden. Heute und morgen werden Sie darum nichts hören über meine Pläne. Es wäre doch immer schade, im journalistischen Rätselraten vorzeitiges Ende zu setzen. Es darf also getrost weiter gewährleistet werden. In dieser Zeit mache ich weiter meine Aufgabe als Regierungsrätin, so wie es die Wählerinnen und Wähler vor knapp 4 Jahren entschieden haben. Sie haben zu Recht den Anspruch, dass ich mir in den Kopf erster Linie über meine Aufgabe und nicht über meine Zukunft zerbreche. Übrigens, der 26. August ist mein Geburtstag. Wenn das kein Zufall ist, ich wünsche Ihnen einen erholsamen Abend. Die Regierungsrätin Susanne Hochuli, exklusiv bei Radio Argovia.